Moin, moin, ihr Knüppelbrüder, Knochen wieder hier. Heute fahre ich die Aoba. Ein japanisches Kreuzergerät, wollte ich gerade sagen. In Dienstgestell 1927. Eher ein leichter Kreuzer. Hat eine relativ vernünftige Flugabwehr. Wir sehen ja hier Artillerie 3 mal 3 Zwillingstürme mit 14,9 Kilometer Reichweite und zwei Vierer-Torpedorohre. Oder Felix-Torpedorohre, würde man sagen, Quadro. Mit einer Reichweite von 10 Kilometern sieht relativ cool aus, aber mir ist aufgefallen, um Zitadellentreffer zu erreichen, ist dieses Schiff einfach nicht so prickelnd. Und wir gehen mal sofort ins Gefecht. Also die meisten Zitadellentreffer habe ich eigentlich mit der Cleveland erreicht mittlerweile. Also so in diesem Bereich, das ist ja glaube ich derselbe Bereich, Rang 6. Und mit der Aoba habe ich es eher geschafft, ja, viele Brände zu erreichen. Tatsächlich, das ist ein guter Kreuzer, um andere Schiffe in Brand zu schießen. Aber für Zitadellentreffer ist er irgendwie zu schwach, kommt mir jedenfalls so vor. Ich meine, das ist meine subjektive Meinung, so wie ich das sehe und wie sich das auch angefühlt hat. Und ich hoffe, dass natürlich jetzt hier einiges in Grund und Boden geschossen wird von mir. Oder zumindest ich hilfreich unterstützen kann. Und vielleicht sollte ich nicht so oft sagen, das fällt mir gerade selber auf. Ja, nee, das war absichtlich. Schönes Schiff hier auf jeden Fall. Ich mag die ganzen Effekte hier. So, jetzt muss ich mir überlegen, das ist so wie in der Vorbereitung jedes Mal überlegen, wie mache ich jetzt am besten, was mache ich jetzt am besten. Ich will natürlich auch nicht so schnell wie möglich versenkt werden. Vielleicht sollte ich nicht so viel quatschen, dann würde ich auch nicht so schnell, so ständig überlegen müssen mit diesen Denkpausen und diesen Ass, was ich machen will. Aber ich glaube, ich fahre rechts lang. Oder irgendwo hier zwischen, also so rechtsseitig. Meine Geschütze habe ich auch dementsprechend ausgerichtet jetzt. So, gucken wir mal. Jetzt habe ich nicht angegeben, wie schnell ich bin, aber ich glaube, das war bei 35 Knoten oder gar 38 Knoten, glaube ich. Ich fahre mal kurz ein bisschen geradeaus. Okay, jetzt geht das gerade nicht, sonst würde ich irgendwann eine Insel mitnehmen. Also um die 35 Knoten. Also relativ schnell. So, die meisten halten sich auch irgendwie rechtzeitig hier. Ein Flugzeugträger ist dabei. Gut, zur Not hätte ich ja noch verbesserte Flugabwehr. Das in Kombination mit einem amerikanischen Schiff ist natürlich tödlich für die, die einen versuchen anzugreifen. Okay, braucht Aufklärung und da oben sehen wir schon welche. Da sehe ich die gegnerischen Abfangjäger, zumindest eine Staffel. Die Reichweite ist natürlich ein bisschen kurz. Der Flugzeugträger schläft oder was? Die Reichweite ist ein bisschen wenig, sage ich mal, aber vielleicht schockiert. Nee, ich war ja eigentlich von der weg. Das wird natürlich so nichts. Da eine Cleveland haben wir. Die kann ich auch erreichen. Jetzt ungefähr. Oh, der hat einen Zitadellentreffer abbekommen. Oder also eher zwei. Jetzt wird das was. Den hole ich mir. Den hole ich mir nicht. Den hat sich jemand anders geholt. Schade. Ich bin jetzt ein bisschen im Konzentrationsmodus hier. Gut, wir haben das erste Blut erreicht, aber wir haben auch schon Zerstörer verloren. Und blöderweise einen von zwei. Das ist natürlich dann auch eher blöd. Ja. Ist blöd, wenn man Zerstörer verliert. Ist blöd, wenn man Leute verliert. Queen Anne's Revenge. Wer ist Queen Anne? So, ich verlangsame mal ein bisschen hier. Nehmen wir ein bisschen Fahrt zurück. Da ist noch eine Aoba. Aber wie gesagt, ich muss auf 14,9 kommen. Sonst brauche ich gar nicht feuern.
Wenn ich hier reinfahre. Ich gehe mal davon aus, der Nebel ist von uns, von einem von unseren. Okay, ich drehe mal wieder, ich will die auffeuern. Das wird doch wieder nichts. Das gibt's doch nicht. Ich bin der Zweite heute. Von da wird auch gefeuert, aber ich sehe nichts. Jetzt sehe ich die Silhouetten. Die Dunkirk müsste ich jetzt erreichen. Und das ist noch eine Dunkirk. Okay, das war blöd, weil ich nicht darauf geachtet habe, dass er wegfährt. Also, dass ich aufs Hex schieße. Das heißt, ich werde wohl nicht treffen. Vielleicht wäre die hier. Der Molotow. Gut beobachten. Ich muss ja sehen, wie er fährt. Ich werde einfach weiter so. Okay, zwei haben sich schon verloren. Man sieht. Ich dachte, er dreht. Ich dachte wirklich, der dreht. Er will ja nur Gelände fahren. Fünf Treffer, aber kaum Schaden gemacht. Da sieht man es mal wieder. Und ich habe auch nicht gerade schnell nachgeladen. Die Cleveland lädt schneller nach. Okay, nochmal vier Treffer, aber wie gesagt, kaum Schaden erlitten. Nee, echt jetzt. Und ich habe die Insel vor mir, das ist doch richtig blöd. Und mit meinem Glück werde ich den auch nicht erbrechen. Und der andere fährt jetzt. Ne, der ist schon weg. Also wirklich, so viel Pech muss man erstmal haben. Ja, ich dachte mir schon, dass er da durchfährt. Die Frage ist jetzt, passe ich ihn ab oder fahre ich ihm hinterher? Jetzt sehe ich ihn gerade überhaupt nicht. Dunkirk und Dunkirk. Dunkirk. Der fährt auf mich zu. Oh, okay. Gut, auch nicht viel Schaden gemacht. Molotow. Sehe ich da gerade, der wartet da. Da kommt er. Blöd für mich, weil es ist hier die Molotow und dann sind noch die zwei Dunkirk. Ich glaube, das wird nicht gut ausgehen. Der fährt rückwärts. Hätte auch die falsche Munition drin, also jedenfalls für einen Kreuzer hier. Er ist natürlich ein bisschen besser dran. Also ich weiß, dass er rückwärts fährt. Jetzt fährt er gleich wieder vorwärts. Jetzt fährt er vorwärts hier. Ich krieg keinen vernünftigen Zitadellentreffer. Also was heißt kein vernünftigen? Ich krieg gar keinen Zitadellentreffer. Hier auf diesen Kollegen. Jetzt muss ich auch noch drehen, weil man natürlich meine. Okay, was ab. Oh, er ist weg. Und ich wollte gerade noch. Jetzt ist hier natürlich auch noch eine Insel, auf die habe ich nicht geachtet. Das sind Anfängerfehler. Also ich bin nicht wirklich ein Anfänger, ich bin einfach ein professioneller Anfänger. Wenn man so will. Nein, nein, ich bin Durchschnittskarriere. Viele andere auch hier. So, jetzt habe ich natürlich die falsche Munition hier. So, der fährt auch nicht auf mich zu. Ich muss irgendwie zusehen hier. Noch ein Brand. Ich sagte zwar, dass sie gut Brände entfachen können, aber es gibt natürlich auch dementsprechend Signalflaggen, die dafür sorgen, dass man eben nicht steht. Stand der da jetzt? Oder? Dass man eben nicht so schnell in Brand gerät. Beziehungsweise kann man ja auch noch Fähigkeiten vergeben. Kriege ganz schön was ab. Ich meine, wir liegen gut in Führung, aber wenn ich den jetzt noch irgendwie mal so entflammen könnte, dann der ist auch schon wieder weg. Das gibt's doch nicht. So kann man nichts versenken, wenn das immer andere machen. Ich kann nicht genau beurteilen, ob der vorwärts fährt oder rückwärts. Ich glaube, der steht da einfach. Das heißt, ich muss auf ihn zufahren. Das macht mir natürlich wieder mehr Arbeit hier, und wenn er einfach rumgammelt. Jetzt fährt er, glaube ich, rückwärts. Ja, jetzt fährt er rückwärts. Man sieht so ein bisschen am Schornstein. Mal darauf feuern, ne? Ja, der bräuchte eigentlich nur einmal voll reinhauen bei mir. Eigentlich würde ich gerne Torpedos auf ihn abschicken, aber wenn er rückwärts fährt, glaube ich, werde ich ihn nicht so leicht erreichen. Das ist ja richtig blöd hier. Das ist eine Omaha, da könnte ich vielleicht noch einen Kill machen.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass ich überlebe und ich, da ich gar nicht auffrischen kann, wie zum Beispiel britische Kreuzer. Kombo. Der drüber sammelt hier, das ist wirklich Feierabend. Was ist das für ein Typ? Der schießt nicht, der steht einfach nur da, also der fährt rückwärts und das ist so ziemlich alles, was man jetzt schießt. Er, alles klar, okay, gut, muss ich schnell gegensteuern. Der hat doch einiges an Schaden jetzt erlitten. Oh. Vielleicht kriege ich noch die Oma, da ist der Flugzeugträger. Ich habe natürlich jetzt nicht die Zeit hier großartig zum Wechseln. Macht mir den noch nicht weg. Ich muss. Ja, endlich mal was versenkt! Ich dachte mir auch schon, dass den sich jetzt auch einer krallt hier. Ich glaube, das ist gleich vorbei hier. Ich glaube, ich verabschiede. Ja, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Viel Spaß noch beim Zocken. Könnt gerne ein Abo hinterlassen, müsst ihr selber wissen. Haut rein, Leute. Bis denn dann. Ciao, ciao.